Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Stephen. So, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir Hawker ermordet, also erschossen haben und jetzt kurz davor sind, Paloma zu befreien. Und dann kann man ja mal gucken, was passiert wäre, wenn wir das nicht geschafft hätten in irgendeiner Form. Wenn die Zeit abgelaufen wäre oder wir Paloma ohne Sicherheitsvorkehrungen befreit hätten. So. Ja, erstmal das. Ah, ja, ja. Ah. Na toll, ja, ja, ja. Moment, Moment, Moment. Ach so, ja, das passiert, genau. Ah, okay. Ja, also man kann, wenn man einmal verkackt hat, dann kann man auch den Spielstand, den man hatte, nicht mehr neu laden, ohne dass dieses Ende dabei rauskommt. Oh. Mhm. Gut, dass wir das vorher schon mal geschafft haben. Ekelhaft. Also das ist jetzt das alternative Ende, was wir hier gerade sehen. Ah gut, dann brauchen wir einfach eine Tüte mehr. Ja. Aber sie macht sich jetzt natürlich schwere Vorwürfe. Na gut, in der anderen Ende war sie auch nicht zufriedener. Nein, nicht wirklich. Ja, also das war jetzt das alternative Ende. Ich freue mich so sehr. Ne? Also wenn man jetzt hier... Oh, komm mal. Wenn man jetzt hier zurückgeht, gehst du. Naja, wie auch immer, wie fandst du es denn? Schlimm. Ja, am Ende war es wirklich nicht gut, nein. Schlimm. Alles, was mit Spurensammlung und sowas, das kann man komplett aus dem Spiel löschen. Das hat auch jetzt keine Auswirkung gehabt, ne? Dass nee, wir welche getan. Nein. Also, das heißt, auch zu viele Sachen, die man einsammeln konnte, die einem überhaupt nichts gebracht haben, wie diese elektronischen Schlossknacker, ja, die haben ja mal überhaupt nichts gebracht. Also, hier ist dann noch der Text, ich habe sie gewarnt, sie haben verloren, Paloma ist tot, nichts wird sie wieder lebendig machen, bla bla bla, ich bin ein großzügiger Mensch, eine zweite Chance, okay. Hier kann man dann ein Passwort eingeben, um das alles wieder gerade biegen zu können. Ich habe gelesen, es ist Veronica Lake, ich habe es ausprobiert, es ist falsch. Moment, ich kann es nochmal ausprobieren. Veronica, der Lenz ist da. Lake, vielleicht so geschrieben. Nee, das passt nicht. Da muss es zusammen sein, ne? Zusammen, vielleicht groß. Bestätigen, falscher Code. Also deine gespeicherte Spiele sind jetzt geblockt. Ja. Und damit sollte man die entblocken. Mhm. Achso. Geht aber nicht. Ja, aber das Spiel will man eh mal nie wieder spielen. Nein, nie wieder. Also, alle Hinweisdinger weg. Ja. All diese Animationen zwischen Türen und sowas weg. Ja. Musik und alle Geräusche einfach weniger. Nicht nur leise, sondern weniger. All diese Bäume, die ganze Zeit draußen bleiben, das ist ja, einfach und übertrieben einfach viel. Einfach so plötzlich einsetzende Musik, wo du denkst, ja, warum jetzt? Ja, die Tropfen im Keller waren auch alle Quatsch. Ja. Die Rückblende, die sollten auch nicht mal spielbar sein. Das ist ja auch irgendwie crazy. Ja, vor allen Dingen, dass man da auch noch sterben kann in der Rückblende. Ja, das ist auch also überhaupt diverse Logikfehler waren da schon vorhanden. Ja. Worüber man sich dann ärgert, weil... Die Begrenzung im Inventar ist auch doof. Ja. Also es waren einfach viele Sachen, wo ich denke, naja, also über manche Logikfehler kann man noch hinwegsehen, wenn der Rest stimmt. Aber so halt nicht. Ich glaube, die größte Störung ist das Gameplay. Also es dauert alles so lange durch Tür zu Tür, finde ich. Ja, und die auch Achsen Inventar. Dauernd gekreuzt. Ich weiß dann zwischendurch gar nicht, wo du bist eigentlich, wo du eigentlich hin wolltest. Auch die Codes auch sehr... Ja, sehr, sehr... Unlogisch. Also ja. Dass man, also eigentlich muss man bei so einem Inventar sich gar nicht notieren muss. Aufschreiben, oder so. Ja, ja. Weil das bringt ja keinen Spaß. Jetzt fällt mir ein, es gibt andere Spiele, die auch so Inventare haben, die voll werden. Mhm. Aber dann kann man die Sachen auf den Boden schmeißen. Oder
alle Inventare sind gleich. So ja. quasi jeder Schublade hat alles und nicht das, oh, ich muss nur mal bis ganz oben, ja, wo der Metalldetektor ist oder so. Echt nicht gut. Ja. Naja. Wie viele Kiki-Sterne gibst du dann von 1 bis 5? Anderthalb vielleicht. Anderthalb Kiki-Sterne. Ja, weil am Anfang fand ich es halt eigentlich noch ganz spannend so. Das muss man lassen, aber gegen Ende, ich weiß es nicht. Es war einfach dann am Ende viel zu lang und man hat sich durchgequält und immer noch eine Tür und dann wieder ein Plot-Twist und schon wieder ein anderer Killer und schon ja, wieder. Weißt du, nee. Und was ist das Beste am Spiel? Das Ende? Dass es endlich vorbei ist? Nein. Dann vielen Dank für den Vorschlag. Wer hat das vorgeschlagen? Also der musstest du jetzt in den Namen. Ich habe das ja im Prinzip gespielt, weil ja auch der erste Teil dann endlich mal aufgeklärt wurde nach Jahren. Ja, dann bitte liken und abonnieren, Spiele vorschlagen. Kiki ist immer nach der Suche nach den Spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.